Lord, you will not die. Du wirst nicht sterben. You will not die before your appointed time. Du wirst nicht vor deiner bestimmten Zeit sterben. Even your appointed time shall be increased. Selbst deine bestimmte Zeit wird verlängert. Because I am praying for you. Weil ich für dich bete. Because I am wishing you well. Weil ich dir Gutes wünsche. Because I am asking my Father to bless you. Weil ich meinen Vater bitte, dass in er dich segnet. In my Father's house. In meines Vaters Haus. I am privileged to bless you. Bin ich privilegiert, dich zu segnen. Receive my blessing. Empfange meinen Segen. And receive my peace. Und empfange meinen Frieden. May my peace rest upon you. Möge mein Friede auf dir ruhen. In the mighty name of Jesus Christ. Im mächtigen Namen Jesus Christi. Say amen. Amen. Give the Lord some clap offering. So we have a lot of prophets and prophetesses in the house. Wir haben also viele Propheten im Hause. Bible says when you come into God's house, die Bibel sagt, wenn du in das Haus Gottes kommst, the house of glory, das Haus der Herrlichkeit, you must learn to bring psalms. Musst du bringen Psalmen mit dir zu Those bringen. Those who don't have psalms, you must bring some kind of, you know, some testimonies. Die, die keine Psalmen haben, müssen ein Zeugnis mitbringen. Yes, bring some tongues. Bringe Zungen mit. Others also should bring the interpretation of tongues. Oder die Interpretation der Zungenrede. Bring some prophecy. Bring eine Prophezeiung. Something that you may use to edify your brother or your sister. Etwas, was du benutzen kannst, um deinen Bruder oder deine Schwester aufzubauen. Whenever you enter through the gate, wann immer du durch das Tor trittst, the spiritual gate, das geistliche Tor, into the house of God, in das Haus Gottes. Before you enter the court, bevor du in den Hof trittst, your heart must be filled and full of thanksgiving. Muss dein Herz voller Danksagung sein. You always make a mistake. Du machst immer einen Fehler. When you enter the God's house, wenn du in das Haus Gottes trittst, and you have problems in your heart, und du hast Probleme in deinem Herzen, that is already the sign of failure. Das ist bereits ein Zeichen fürs Versagen. That is a sign of carnality. Das ist ein Zeichen für Fleischlichkeit. That is that you are not growing. Das heißt, du wächst that nicht. That means you assume you are growing. Das heißt, du denkst, du wächst. You imagine you are growing. Du stellst dir vor, du wächst. You conjecture. You see, you presume. Suppose you think I am, but you are not. Du täuschst vor, als wenn du wärst, aber du Bible bist nicht. Bible says that when a man think of himself to be something when he is not, Bible says he deceives himself. Die Bibel sagt, wenn ein Mensch denkt, er sei etwas, wenn er es nicht ist, betrügt er That's sich selbst. That's also that be lowly, see, think lowly, be humble in your thinking. Darum sei demütig in deinem Denken. And operate according to the measure of the faith God has given to you. Und handle nach dem Maß an Glauben, welches Gott dir gegeben hat. Don't chew more than you can swallow. Kaue nicht mehr, als wie du schlucken kannst. Manchmal denkst du, du bist ein großer Mann Gottes, aber du bist nicht groß. A great man of God, you are nothing. Eine große Frau Gottes, aber du bist ein Nichts. You see, you make even demons laugh at you. Du lässt die Dämonen dich auslachen. When you are coming to the house of God with bitterness in your heart. Wenn du mit Bitterkeit in deinem Herzen when you are coming with kind of resentment in your heart. Wenn du mit Zurückzug in das when Haus you are Gottes coming kommst. With war in your heart. Mit, wenn du mit Krieg in deinem Herzen when you are kommst. Coming with pain in your heart. Wenn du mit Schmerz in deinem Herzen when kommst. You are coming with animosity in your heart. Wenn du mit dieser Zurückhaltung with in deinem all Herzen the kommst. Rancors. Mit all diesen Ranken. You are mundane. Dann bist du fleischlich. Fleischlich. Is that the reason why some of you, as soon as you enter the house of God, your heart start beating? Darum so einige von euch, wenn das Haus Gottes tritt. What makes you a mature Christian? Was dich zu einem reifen Christen macht? It's not operating by the three groups of the gift of the Holy Ghost. Ist nicht, dass I will teach you that later on. Handelst nach diesen drei Gruppen der Gabe des Heiligen Geistes. The church is progressing to maturity slowly as we are getting going. Die Kirche kommt langsam zur Reife. The gift of the Holy Ghost. Die Gabe des Heiligen Geistes. Does not mature you. Macht dich nicht reif. Doesn't make you a spiritual mature woman or man. Macht dich nicht zu einem geistlich reifen Menschen. The gift. Die Gabe. They come to edify. Die kommen, um zu unterrichten zu. They come to exhort the church. Um die Kirche zu erheben. They come to comfort the church. Um die Kirche zu trösten. But they don't actually make you mature, strong, going. Aber sie machen dich nicht reif, stark. What matures you? Was dich reif macht? Is the other side of the Holy Ghost. Ist die andere Seite des Heiligen Geistes. His fruit. Seine Frucht. And the Holy Ghost doesn't produce fruits. Und der Heilige Geist produziert nicht Früchte, but fruit. Sondern Frucht. He has only one fruit. Er hat nur eine Frucht. But the one fruit is ninefold. Aber diese eine Frucht hat 9 Teile. So it's wrong when you say the fruits of the Spirit. Also es ist falsch, wenn du sagst die Früchte We des don't Heiligen have the Geistes. Fruit of the Spirit. Wir haben nicht die Früchte des Heiligen We Geistes, have the fruit of sondern the Spirit. Die Frucht des Heiligen it Geistes. Is in the singular. Es ist in der Einzahl. Kapos in Greek. The kapos means a fruit. Eine Frucht. But it also can mean fruits. Aber es kann auch Früchte bedeuten. But it is used here in the singular form, kapos, fruit. Aber hier ist es die Einzahl, die Frucht. Kapos hagios pneuma, the fruit of the Holy Spirit. Die Frucht des Heiligen Geistes. And then they give you all the 9 portions of it. Und dann geben sie dir all diese 9 Teile davon.
It is the fruit. Es ist die Frucht. Beginning with love. Beginnend mit Liebe. That matures you. Die dich reif macht. You will never enter heaven if you operate in all the nine gifts of the Spirit and you don't produce only one fruit in you. Du wirst niemals in den Himmel kommen, wenn du all diese neun Gaben des Geistes darin operierst, aber du hast nicht die Frucht des Geistes. You can raise about 200 dead bodies and you will never enter heaven after that one if none of the fruit is produced in you. Du kannst 200 Tote auferwecken, aber wenn du die Frucht des Geistes nicht hast, wirst du nicht in den Himmel kommen. Jesus is not impressed about how you speak in tongues. Jesus ist darüber beeindruckt. He's not impressed about how you receive the word of knowledge. Oder wie du dieses Wort der Erkenntnis empfängst. It is him who gave it to you. Er hat es dir gegeben. And he will not be impressed about what he has given to you. Und er ist nicht beeindruckt von dem, was er dir gegeben hat. It is only good for you to have it to edify yourself and the others in the house of God. Es ist nur gut, dass es dir hilft, dass es dich weiterbringt und die im Hause Gottes sind. But what will qualify you before him? Aber was dich qualifiziert vor ihm? Is when you yield to the fruit that his spirit produces in you. Dann ist es, wenn du danach verlangst, dass die Frucht des Geistes in dir produziert wird. That's why Apostle Paul said, before you will desire for spiritual gifts, you must pursue love. Und darum hat Apostel Paulus gesagt, bevor du nach geistlichen Gaben verlangst, musst du Liebe bringen. Pursue love. Suche nach der love Liebe. Love is the main potential fruit of the Spirit. Liebe ist dieser Hauptteil der Frucht des before Geistes. Before joy and peace and gentleness and meekness and long-suffering will come. Self-control. But it says, pursue love and now desire spiritual gifts. Bevor all die anderen Teile da hinzukommen, aber suche zuerst nach der Liebe. A baby Christian is always looking for how to walk in power. Ein Baby Christ sucht immer nach der Möglichkeit, wie er in Kraft und Macht walking in power. Yeah, you like it. But walk in the fruit. Aber geh, wandle in der Frucht. Better walk in the fruit than walking in power. Besser, dass du in der Frucht wandelst als in der Macht. Nevertheless, you need the power too. Aber du brauchst auch die Macht. You must desire the power. Du musst nach der Macht verlangen. God allows us one thing that God allows us to covet. Eines, was Gott uns erlaubt, wonach wir verlangen sollten, is spiritual gift. Sind die geistlichen Gaben. He said we should not covet any house that belongs to our neighbor. Don't covet your neighbor's husband or wife or money or cars, whatever. But one thing God allows us in the Bible that we should covet. Zealously desire is spiritual. Eines, was wir begehren dürfen, ist, dass wir die Frucht des Geistes begehren. Wir sollen uns nicht begehren nach unseres Nachbarn gut hab und gut, sondern wir sollen nach der Frucht des Geistes begehren. Desire the spiritual. Habe diesen Wunsch nach dem Geistlichen. Pneumaticos. Nach dem Geistlichen. Pneumaticos is the spiritual things. Nach diesen geistlichen Dingen. Don't covet material things. Begehre nicht nach materielle Dinge. Now, this is going to help you when you have the fruit of love. Das wird dir helfen, wenn du diese Frucht der Liebe hast. Because love is the greatest motivator. Denn die Liebe ist der größte Motivator. Whatever you are doing, if love is not behind it, it's useless. Was immer du tust, wenn die Liebe nicht dahinter ist, ist es nutzlos. Your tongues without love is hopeless, useless. Deine Zunge ohne Liebe ist nutzlos. All your spiritual gimmicks and theater, and you make yourself, you know nothing, empty-headed little boy girl. You see, until the fruit of the Holy Ghost is in operation, you are wasting your time. All deine geistlichen dieses Theater, was du da machst, ist alles nutzlos, wenn du nicht die Liebe hast. Jesus said, one day some of them will come and stand before me, because they receive a lot of titles and a lot of popularity in the world. He said, Lord, in your name, we work miracle, we heal the sick. He said, yes, I will tell you, I don't know you. Get out from my presence. Jesus wird sagen, eines Tages wird man vor ihn treten und dann werden sie sagen, Herr, aber in deinem Namen haben wir all diese Wunder getan und er wird sagen, ich kenne dich nicht, geh weg von mir. So working miracles does not qualify you to enter heaven. Wunder zu wirken bedeutet nicht, dass du qualifiziert bist, in den Himmel zu kommen. It's a pursue. In Nigeria we say pursue. Pursue love. Sondern verlange, suche nach der Liebe. And now desire spiritual gift. Und wünsche oder verlange nach diesen geistlichen Gaben. So we have a lot of men of God, women of God, who are operating the gift of God, and now they are marketing the gift. They are selling the gift. Their gift has become an industry. That's a marketplace. Then they pray for you, and you have to pay. They pray for you because there's no love of God in them. Because what they are doing is not for themselves. But the gift was not meant for you to make money. It was meant to edify the church, exalt the church, and to comfort the church. Hallelujah, somebody. Darum haben wir es heutzutage, dass viele Männer und Frauen Gottes Geschäfte machen mit den Gaben des Geistes, dass sie dafür Geld verlangen, wenn sie für dich beten. Aber dafür war es nicht gedacht, sondern es ist zur Auferbauung der Gemeinde gedacht. Darum frei und kostenlos habt ihr empfangen. Und freilich sollt ihr auch geben. Einige von euch, ihr habt noch nicht die Gabe empfangen, weil er weiß, wenn ihr die Gabe bekommt, dann sobald du anfängst zu prophezeien, das geschieht, dann
You go and open Dito International Ministry. Dann wirst du eine internationale Gemeinde eröffnen. Now you won't sit down. We don't see you again. Dann sehen wir dich nicht mehr länger. You are all over the world. Du bist überall in der Welt. And not because you are so loving to go and serve human beings. Nicht weil du so voller Liebe bist, um die Menschen zu dienen. You are looking for money. Sondern du suchst nach Geld. You are looking for fame. Du suchst nach Berühmtheit. Popularity. Popularität. Wealth. Wohlstand. Because now you have a gift. Weil nun hast du eine Gabe. And you can carry it around the world. Und die kannst du überall in der Welt herumtragen. Mm. You are peddling the word of God. Du missbrauchst das Wort Gottes. You are franchising it. You go and sell it here and establish little churches here. Du machst Geschäfte damit. Little McDonald's. Wie kleine McDonald's Filialen. Little spiritual Burger Kings. Wie kleine geistliche Burger King Filialen. And then you go around and go and take your offerings. Und dann gehst du herum und holst deine Opfergaben. What you are doing, there's no love behind it. Was du tust, da ist keine Liebe dahinter. It is rather greed. Sondern es ist Gier. And avarice. Es ist Gier. But love is the greatest motivator. Aber Liebe ist der größte Motivator. The motive behind your speaking in tongues and praying for the sick and what you're doing, it should be love. Das Motiv, was dahinter steht, dass du in Zungen betest, dass du für die Kranken betest, das sollte Liebe sein. So when you enter to the house of God, wenn du in das Haus Gottes and kommst, your heart is making to bam 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 bam, then it means hey, there's something wrong with you. Und dein Herz schlägt ganz schnell, dann heißt es, da etwas nicht in Ordnung ist mit dir. Holy Ghost, Heiliger Geist, is giving you a signal. Er gibt dir ein Signal. Your heart is not right. Dein Herz ist nicht richtig. Your heart is not right. Dein Herz ist nicht richtig. There is something in your heart. Da ist etwas in deinem Herzen. That is not right. Welches nicht bereit ist. Remove it before you receive a cardiac arrest. Entferne es, bevor du einen Herzinfarkt before bekommst. Before that thing becomes a high blood pressure. Bevor dieses zu Bluthochdruck wird. Before it develops into heart palpitations. Bevor es zu Herzproblemen führt. Before it becomes a coronary disease. Bevor es zu einer Herzkrankheit wird. Your heart is not right. Dein Herz ist nicht because richtig. Because if your heart is right, ja, wenn dein as Herz soon as ist, you enter the gates, solange, with thanksgiving in your heart, you come into his court. We praise her. You see your sister. You are happy to embrace her. You see your brother. You are happy to embrace him. You don't come and see your sister, you're afraid. Hey. Your heart is not right. Dann ist dein Herz nicht richtig. Baby. Wie ein Baby. As I'm talking about repent, isn't it? Während ich rede, tust du Buße, nicht wahr? You don't have enough time right now. Tu Buße, denn du hast nicht genug Zeit. You are a baby. Du bist ein Baby. If you don't hear the Holy Ghost, I'm telling you right away. Wenn du dich den Heiligen Geist hörst. I'm the oracle of God right ich bin das Orakel Gottes hier. So you can speak through the vessel of clay. Und er kann durch dieses Gefäß sprechen. And I bypass your flesh. Und ich gehe an deinem Fleisch vorbei. And I get into your spirit. Komm direkt zu deinem Geist. So you understand what is in your heart. Damit du verstehst, was in deinem Herzen what ist. Is in your heart. Was in deinem Herzen ist. And Americans are making a lot of adverts. You know, Amerikaner machen viel Werbung. Different forms, Fox News, verschiedene Arten. And then at the end of the day, when they talk about so many things. Und wenn sie über so viele Dinge reden. They ask you, what's in your wallet? Dann fragen sie, was ist in deinem Portemonnaie? They will talk about so many things like this and that and that. Sie reden über so viele Dinge. And then they can't close. Say, dann kommen sie näher. Was ist in deinem Portemonnaie? It means we don't have money. You can't enter into this realm. Dann, wenn du kein Geld hast, kannst du nicht hineinkommen. But we don't want to talk about your wallet. Aber wir wollen nicht darüber reden, was in deinem Portemonnaie but ist. What's in your heart? Sondern was ist in deinem Herzen? What's in your heart? Was ist in deinem Herzen? Frag deinen Nachbarn, was ist in deinem Herzen? It is not what in your wallet that will qualify you. Nicht was in deinem Portemonnaie ist, wird dich qualifizieren. It is what is in your heart. Sondern was in deinem Herzen ist. That may qualify or disqualify. Das kann dich qualifizieren oder disqualifizieren. If you see a step brother, you are happy. Wenn du eine Schwester oder einen Bruder siehst und du bist glücklich. You will know. Dann weißt du. By the spirit. Durch den Geist. Of discerning. Des Erkennens. You see, by the discernment of speaking, I said, no. The Holy Ghost is in you. Dann siehst du, der Heilige Geist ist in dir. By discerning, und indem du erkennst, distinguishing, unterscheidest, able to be happy, in der Lage zu sein, glücklich zu sein, with any stepbrother you see, mit jedem Bruder oder Schwester, even den du siehst, to the point of even blessing your enemies, bis zu dem Punkt, dass du deine Feinde segnest, you will know, dann weißt du, that you have the right spirit, dass du den rechten Geist hast. But when you see, aber wenn du siehst, and that thing is now becoming a burden on you, und es wird zu einer Last auf dir, you are not happy, dann bist du nicht glücklich, you are not glad, du bist, freust dich nicht, then check it out, dann überprüfe es, inside down there in the cellar. Dort unten im Keller, in your heart, in deinem Herzen, is maybe bitterness, ist vielleicht Bitterkeit, unforgiveness, Unvergebung, resentment, Zurückziehung, animosity, rancor. There is something that is evil, divides, unclean, unrein, akatatos penuma. Ein unreiner Geist is hiding there. Versteckt sich dort. But we need the hagios pneuma. Aber wir brauchen den Heiligen Geist. Somebody say hagios. Say hagios pneuma. Say hagios pneuma. Come and fill my heart. That's the Holy Ghost. Das ist der Heilige Geist. The Holy Spirit. Der Heilige Geist. Not the unclean. Nicht der unreine. The akatatos. Unclean spirit. Nicht der unreine Geist. We don't need that one. Wir brauchen den nicht. So what's in your heart? Was ist in deinem Herzen? I'm not asking what's in your wallet. Ich frage nicht, was in deiner Tasche ist. What's in your heart? Sondern was ist in deinem Herzen?
If the Holy Ghost is inside of you, wenn der Heilige Geist in dir ist, then as soon as you see him or her, sobald du ihn oder sie siehst, as soon as you come to the house of God, sobald du in das Haus Gottes you kommst, are full of joy and praise. Bist du voller Freude und Lobpreis. You are already wearing the garment of praise. Du trägst bereits das Gewand des Lobpreises. The spirit of heaviness will run away from you. Der Geist der Schwere läuft vor dir weg. So right now, God makes you. As soon as you enter, your God begins to work on you. Und sobald du hereinkommst, fängt Gott an dir zu arbeiten. Because you are coming closer and closer. Weil du kommst immer näher. Into His holy presence. In seine heilige Gegenwart. No, be very careful, because when you want to get through the gate and through the court, you are about to enter into the house, about to come to the place where God is on the throne, and it's too holy. Because when you are getting into the Hall of Holies, you know, if you are not clean, something can happen. Und sei vorsichtig, denn wenn du durch das Tor kommst, über den Hof, in das Haus, dann kommst du immer näher in das Heilige, Allerheiligste. In the olden days, in den alten Tagen, in the temple, im Tempel, only the high priest, nur die hohen Priester, was allowed to enter into the holy place, waren erlaubt, in dieses Allerheiligste hineinzutreten. The place called the Holy of Holies. In das Allerheiligste. And when he's going there, und wenn er dorthin gegangen ist, you have to tie a rope around his feet, musste er ein Seil um seinen Fuß herum binden. So in case he has a sin in him, so für den Fall, dass er eine Sünde in sich and hatte, he doesn't come out again, und er kommt nicht mehr heraus, no human being is allowed to enter. Kein Mensch durfte dort hineintreten. So they will pull the rope, also ziehen sie an dem Seil and pull him out of the und place. Ziehen ihn heraus aus dem Ort. Most of the time they die. Meistens sind sie gestorben, when they enter with sin. Wenn sie mit Sünde hineingetreten sind. That's why if you come to God's presence, darum, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, there's anointing that makes me come into your presence. Die Salbung, die mich in deine Gegenwart treten lässt. You want to come into his presence. Du willst in seine Gegenwart But kommen. God is holy. Aber Gott ist heilig. God is pure. Gott ist rein. If God says this is holy and you touch it without his permission, you can be slain. Wenn Gott sagt, das ist heilig und du berührst es ohne seine Erlaubnis, dann kannst du umkommen. And when you want to go into his presence, listen to me, God is not just the lazy God who doesn't laugh and God is bored, can come and do what you want. No. He's a consuming fire. Und wenn du in seine Gegenwart treten willst, und Gott ist nicht da, dass er einfach faul auf dem Thron sitzt, sondern er ist ein verzehrendes Feuer. The fire that can lick water and can eat stones. Ein Feuer, welches das Wasser auflecken kann und Steine verbrennen kann. He demonstrated his glory on the Mount of Carmel. Er hat seine Herrlichkeit auf dem Berg Carmel. Living fire that can consume. Ein lebendiges Feuer, he welches is verzehren a kann. Consuming, devouring fire. Er ist ein verzehrendes Feuer. Holy God. Der heilige Gott. So you cannot come to his presence. Du kannst also nicht in seine Gegenwart kommen. In your mind and heart. Mit neuen Unsinn in deinem Gedanken und Herzen. Your attitude. Du änderst deine Eigenschaft. So God can give you an altitude in his presence. Damit Gott dir eine Aussprache in seiner Gegenwart gibt. Come from the Lord. Die Auferbauung kommt vom Herrn. It doesn't come from the east. Es kommt nicht vom Osten. South or west. Süden, Westen. It comes from the Lord. Sondern von Gott alleine. He brings down one and sets up another. Er bringt den einen hoch, den anderen wieder runter. Why are you afraid when you Wovor see fürchtest Esther, du dich? Wenn du einen Bruder siehst. Why are you angry when you come to the house of God? Warum bist du verärgert, wenn du in das Haus Gottes kommst? Why are you kommst? Not free when you come to God's Warum presence? Bist du nicht frei, wenn du in die Gegenwart Gottes you kommst? You have entered the gate. Du bist in das Tor hineingetreten. You are going to the und du kommst auf den Hof. Thanksgiving praises and now you are coming to his presence closer. Danksagung, Lobpreis und du kommst immer näher in zu ihm. In worship. In Anbetung. You are applying the blood. Du benutzt das Blut. To be accepted in God's holy presence. Um angenommen zu werden in der Gegenwart Gottes. But that can work. Aber das funktioniert. And you have some offering in your pocket. Und du hast Opfergaben in deiner Tasche. It will still not work. Das trotzdem God said, put your gift down. Gott sagt, lege deine Gabe nieder. Put that gift down. Lege diese Gabe nieder. No worship, no prayer. And go back to your brother or sister. Und geh zurück zu deinem Bruder oder deiner Schwester. Where you have the problems. Mit der du das Problem and hast. Go and settle the case. Und geh und löse diese After Problem. That. Und danach. Come and now come and pray now, hear you. Dann komm und bete und dann höre ich dich. So some of you think you are Christians, you are not Christians. Einige denken, ihr seid Christen, aber ihr seid es nicht. You are only Christians by knowledge, you know? Ihr seid nur Christen durch das Wissen. You're not Christians in the heart. Aber nicht im Herzen. Lord, I want to be a Christian in my heart. In my heart, in my heart. In my heart, in my heart, oh Lord, I want to be a Christian in my heart. Not the Christian you show your. Nicht der Christ, der nur zeigt und redet und Lärm macht. You are a noisemaker. Dann bist du ein Lärmmacher. Good Christians are not noisemakers. Gute Christen sind keine Lärmmacher. They are noise creators. Sondern Lärmschaffer. They create it. Sie schaffen es. As a good Christians, als ein guter Christ, they are not noise makers. Sie machen keinen Lärm. Empty vessels make the most noise. Die leeren Gefäße machen den größten good Lärm. Christians, they create the noise. Aber gute Christen, die schaffen den if Lärm. You don't understand what I'm trying to say, wenn du nicht verstehst, was if you go to the football stadium, wenn du ins Fußballstadion gehst, those who play the ball, die mit dem Ball spielen, the 22 guys, die 22 Männer, with one leather bag with air inside it, mit einem Lederball mit Luft gefüllt, they kick it here, they kick it there, die treten ins Hin und Her. They don't make the noise. Sie machen nicht den Lärm. They create it. Sie schaffen ihn. When they score a goal. Wenn sie ein Tor schießen. When Werder Bremen score a goal. Wenn Werder Bremen ein Tor schießt. All the fans at the top there. All die Fans dort oben. They begin to make noise. Fangen an Lärm zu machen. Ole 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 ole. Oh yeah, oh yeah. And they boom and trump and they make the noise.
Die machen den Lärm. These are the noise makers. Das sind die Lärmmacher. They don't play the ball there. Sie spielen nicht mit dem Ball. Those who play, sondern die spielen and score, und das Tor machen. Create it. Die schaffen den Lärm. So there's a difference between those who make the noise and those who create the noise. Es gibt einen Unterschied zwischen denen, die den Lärm machen, und denen, die den Lärm schaffen. Be a noise creator. Sei einer, der den Lärm schafft. And let the others make the noise. Und lass die anderen den Lärm machen. In the house of God. Im Hause Gottes. Do something like your God who is the creator. Tu do the right things. Wie dein Gott, der Schöpfer ist, tu das Richtige. Therefore I told you. Darum habe ich dir gesagt. If you come into God's presence, wenn du in die Gegenwart Gottes trittst and everything is sound, und alles ist sauber, you feel very bold. Dann fühlst du dich mutig. In fact, you are bold to love. Du bist mutig zu lieben. In fact, you love boldly. Du liebst mutig. You are not afraid. Du fürchtest dich nicht. You are happy to shake hands. You look into the eyes, shake hands. Du bist glücklich, schüttelst die Hände. You don't shake hands by looking at the ground. Du schüttelst nicht die Hand und guckst nach unten und sagst, wie geht's dir? Some of you only you greet your face down there. Einige, wenn ihr grüßt, eure Augen sind nach unten gerichtet. Something inside your heart is seen in your eye. You don't want that to see your eyes. Weil etwas in deinem Herzen sagt dir, dass nicht deine Augen gesehen werden sollen. Tell your neighbor, say what's inside of you. Look into the eyes. Sag deinem Nachbarn und sieh in die Augen. Say what's inside of you. Was ist in dir? The Bible says a righteous man is as what? Die Bibel sagt, der Gerechte ist so mutig wie ein Löwe. The Bible says that righteous man is as good as what? Die Bibel sagt, der Gerechte ist so mutig wie ein Löwe. If the Bible says, wenn die Bibel sagt, the righteous man, dass der Gerechte, also means the righteous woman, der Gerechte, is as bold as a lion, ist so mutig wie ein Löwe. How many times must you understand that a lion does not run away? Wie viel Mal musst du verstehen, dass ein Löwe nicht davonläuft? Even he sees an elephant, wenn er, selbst wenn er einen Elefanten in sieht, the forest, im Dschungel. A lion is said to be the king of the forest. Der Löwe, von dem wird gesagt, er ist der König des Dschungels. Er geht dort majestätisch. All the beasts see the lion, they flee. All die anderen Tiere, die den Löwen sehen, die fliehen. Scarcely, I don't know whether I've ever heard an antelope ate a lion. Have you heard it before? Ich habe noch nie gehört, dass eine Antilope einen Löwen gefressen hat. Yesterday, a rabbit jumped and ate a lion. Have you heard it before? Gestern ein Kaninchen gesprungen ist und einen Löwen aufgefressen hat. If a rabbit eats you, there's something wrong with you. Wenn ein Kaninchen dich auffressen kann, dann ist etwas nicht in Ordnung. Bible says we are the sons of the lion of the tribe of Judah. Die Bibel sagt, wir sind die Söhne des Löwen von der Stamm Judah. No beast in the forest is supposed to eat us. Kein Tier des Feldes sollte uns Frau auffressen. We will eat them. Stattdessen werden wir sie in the name of Jesus. Namen Jesus. When the lion of Judah roars in the forest, every beast, even the tiger, they all run from the lion. Dann laufen all die Tiere weg. Even the leopards that look like a big cat, they all flee from the lion. Die Leoparden laufen davon. And the righteous man or woman, und der Gerechte, that you think yourself to be, und wenn du denkst, du bist, Bible says you should be as bold as the lion in terms of your love and your righteousness. Wie ein Löwe bezüglich deiner Gerechtigkeit und deiner Liebe. The baby is growing very fast. Das Baby wächst sehr schnell. I can see the baby is growing. Ich sehe, wie das Baby wächst. You are growing before you go home today. Du wächst, bevor du heute nach Hause gehst. So that your Christianity so is genuine, authentic, ehrlich und authentisch ist. Now you know your spirit because you can't see your spirit. So you don't know who you are. Jetzt weißt du, jetzt kennst du deinen Geist, but denn du weißt nicht, wer du bist. But the word of God will give you the picture of your spirit. Aber das Wort Gottes gibt dir das Bild deines Geistes. The word of God is like a mirror. Das Wort Gottes ist wie ein Spiegel. It shines on you. Es scheint für dich. Because in the word is life. Denn in dem Wort ist Leben. And the life is the light of man. Und das Leben, das ist and the light shines into every darkness, not like a comprehend it right now. Scheint in alle Finsternis und die Finsternis kann es nicht aufnehmen. Your soul is quiet like baby watching and say, huh? I got to remove this. Und deine Seele und dein Geist, die sind still und die hören das und sehen das und sagen, okay, ich muss mich entfernen. With a mature spirit. Und du gehst nach Hause mit einem reiferen Geist. When you are going to drop down bitterness, resentment, anger, anything else, something, drop at the feet of Christ on the cross, leave it and go home in peace. Wenn du all dieses, was dich schwer, diese Bitterkeit, diese Zurückzug, wenn du all das niederwirfst vor den Füßen Jesu am Kreuz. Because when I said to you last week, every human being walking the street there, nobody is walking without a spirit. Denn ich habe dir letzte Woche gesagt, jeden Mensch, den du siehst, da ist keiner, der einfach leer herumläuft, ohne irgendeinen Geist. Es gibt drei Geister. The spirit of God, den Geist Gottes, the spirit of the devil, den Geist des Teufels and the human spirit. Und den menschlichen Geist. These are the three spirits we deal with. Sind die drei Geister. Every human spirit, jeder menschliche Geist needs one of these higher powers, braucht eine dieser höheren Mächte, either of God, entweder Gottes or of the devil, oder des Teufels, to operate, um handeln zu können on this earth here. Auf dieser Erde hier. Even if you don't know it, auch wenn du es nicht weißt, the two powers are working, diese zwei Mächte arbeiten against each other, gegeneinander, fighting concerning you, kämpfen wegen dir, how they will get you, wie sie dich kriegen können. So God had to send his son to come and do everything to take us from the other one. Gott musste seinen Sohn senden, um alles Mögliche zu tun, um uns wegzunehmen von dem anderen. But Satan also has sent his agents, who are also here, trying to take us away from the Son of God. Aber der Satan hat auch seine Agenten gesandt, um uns hinwegzunehmen von dem Sohn Gottes. So we are going through what we call spiritual warfare. Wir gehen also durch einen geistlichen Kampf. Every day, every night. Jeden Tag, jede Nacht. Every second, minute, an hour. Jede Sekunde, Stunde, Minute. Years and seasons, Satan is fighting hard.
Alle Zeiten arbeitet der Teufel hart. The Bible says he's going around you. Die Bibel sagt, er geht um dich herum. Like a roaring lion. Wie ein brüllender Löwe. Seeking to devour. Und sucht nach jemandem, den er verschlingen kann. Dich. If you will have the advantage. Wenn du ihm die Gelegenheit gibst. But thank God. Aber danke Gott. Jesus is also here. Jesus ist auch hier. His angels are here. Seine Engel sind hier. Fighting on our behalf. Und kämpfen für uns. That is why if you are walking on a planet. Darum, wenn du auf diesen Planeten gehst. Call today. Heute. If today you have the chance to walk on the planet, wenn du heute auf diesem Planeten gehen könntest, make sure you know what's inside of you. Dann stelle sicher, was in dir because ist. Because there's no nothing like no man's land. Denn es gibt nichts wie ein Niemandsland. Oh, I don't have the spirit of God. Oh, ich habe nicht den Geist and Gottes. I also don't have the spirit of und ich habe auch nicht den Geist des Teufels. It's not true. Das ist nicht wahr. It's only ignorance. Es ist nur Unwissenheit. That can destroy you. Die dich zerstören kann. You are either with the spirit of God. Entweder hast du den Geist or Gottes. The spirit of the devil. Oder den Geist des Teufels. That's why I say, what's in you? Darum frage ich, was ist what in dir? You have inside of you? Was hast du in dir? Nobody sees with the eyes. Keiner sieht es mit den Augen. But God sees. Aber Gott sieht es. What's out of you? Was ist in dir? That's why anything that's not of God. Darum, was immer nicht von Gott ist. The light will shine on it. Das Licht wird darauf scheinen. The Holy Ghost. Der Heilige Geist. Will reveal it to you. Wird es dir offenbaren. Change fast. Verändere dich schnell. So that you will be on the side of God. So dass du auf der Seite Gottes bist. Righteousness means standing right with God. Gerechtigkeit bedeutet richtig mit Gott zu stehen. And it comes by faith. Und das kommt im Glauben. It's so important for you to understand. Es ist so wichtig für dich zu verstehen. That spirits are looking for opportunity to enter human beings. Dass die Geister nach Möglichkeiten suchen, in die Menschen hineinzutreten.